Willkommen zurück zu Let's Play Spyro the Dragon. Im letzten Part sind wir hier in das Level gegangen und haben noch ein paar andere Level fertig gemacht. Und jetzt müssen wir ihn hier besiegen, indem wir seine Magnetpole angreifen. Wow, 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 wow. Okay, er wirft mit allen möglichen Leuten um sich. Ja, okay. Feuer bringt mal wieder nichts, weil sie so magnetisch aussehen. Ich sollte aber nicht dagegen rennen, solange sie geladen sind. So, ich könnte mich allerdings so hinstellen, die sich ja dagegen wirft, aber nicht unbedingt gegen mich. Sollte ich also aufpassen. Okay. Ah, er ist weggerannt, okay. Ich wollte jetzt mal kurz Distanz aufbauen und sehen, was er jetzt macht, aber er ist einfach nur weggerannt. Das finde ich natürlich dann auch in Ordnung. Oben haben wir noch was. Und hier gibt es anscheinend nichts weiter. Gut. Jetzt weiter nach unten. Okay, und da ist er wieder. Selber zerstört. Und der fällt um. Haha. Okay. Kann ich da gerade was leuchten sehen? Nee. Die Frage ist jetzt natürlich. Sachen, die aber sogar relativ uninteressant sind. Ich würde lieber mal gerne sehen, wo ich denn das hier noch hinführt. Ich hätte nämlich gerne auch noch ein Heil-Item irgendwie. Also irgendwas zum Heilen halt. Kein Item, sondern halt ein Schmetterling. Da drüben sieht es aus, als wäre da noch was. Ich sehe halt momentan nichts. Da sieht man nämlich immer irgendwie so eine Truhe. Ich weiß auch nicht. Man sieht sie so ein bisschen durchglitschen. Und vielleicht ist es sogar einfach nur hier. Das wäre nämlich die nächste Möglichkeit. Ja, da ist er. Okay. Gut, dann hätten wir das auch erledigt. So, allerdings, den anderen Weg müssen wir immer noch nachprüfen. Wie ist dann nämlich dieser hier wäre. Ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffe.
Aber ja, gut, okay. Das haben wir sogar mit Abstand geschafft. Genießen wir etwas. Aber einen Schlüssel haben wir nicht gefunden. Okay, es gab auch noch eine Stelle, wo wir nicht hingekommen sind. Ich ehrlich gesagt auch noch keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Hallo Skype. Irgendwie mein Vater nervt gerade. Ich habe Skype auch noch. Ich hab schon jetzt die Tür zugemacht. Ich höre auf jeden Fall noch ein paar Hühner. So, wie komme ich da hoch? Okay. Haben wir das doch auch wieder rausgefunden? Irgendwas musste ja sein, um da noch hinzukommen. So, und hier können wir noch hochlaufen. Okay. Und da haben wir auch den Schlüssel. Damit alles, das ist die Frage. Ich hoffe es doch mal. Schupp, schupp, schupp. Achso, nee, haben wir noch nicht. Stimmt, da oben auf den Dächern war ja auf jeden Fall auch noch was. Und die Truhen natürlich. Wow, ich habe jetzt nicht erwartet, dass wir direkt fliegen. Ich dachte, wir landen jetzt oben auf dem Dach und können uns erstmal hier ein bisschen sehen. Mich dann doch etwas überrascht, aber alles nochmal gut gegangen. So, komm, 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 komm. Ach, oh, danke. Das wollte ich nämlich echt nicht nochmal machen. Und jetzt schnell durch. Wir müssen alles haben, bis auf die Truhen. So, muss jetzt die Truhe. Dann sind wir weg. Dum, 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 dum. Ich bin ein Renderdrache und ich sprinte hier durchs Land. Halt! Vollbremsung. Da war doch der Weg schon. Stipp, stipp. Und hallo, Truhe. Gib mir die letzten paar Juwelen, die noch fehlen. Jawohl. 500 von 500. So muss es laufen. Und ab nach Hause. So, damit haben wir 500 weitere Juwelen. Und haben jetzt 5800. So, 52%. Wie viele Drachen haben wir jetzt? 44. Da fehlen nur noch einige. Kann ich noch irgendwo ein Level übersehen? Muss ja schon so sein. Da oben war keins mehr, ne? Irgendwie versteckt. Das war das erste Level. Wildflight, da gab es ja nichts weiter. 1 und 1, 5 von 5, 1 und 1, 3 von 3. Und ich habe ja auch überall alle gefunden immer. Das heißt, hier fehlt noch definitiv ein Level.
fettes Level ist mir irgendwie entgangen. Ach, das Ding da wahrscheinlich. Genau, die Treetops. Alles klar, dann auf zu den Treetops. Da wird auch noch was sein. Und danach muss ich echt mal... Ja. Ich lasse es dann lieber bei der Aufnahme wahrscheinlich. Was ist denn mit dir? Au. Nicht, dass man jetzt dann wirklich die ganze Zeit einfach nur das von meinem Vater hört. Der sich da im Hintergrund Musik anhört. Ich habe gerade keine Idee, wo ich überhaupt bin. Nur mal so nebenbei. Aber hier scheint es nichts zu geben, okay. Die nächste Station irgendwas ist. Aber nein, hier kommen wir nur wieder nach oben. Wahrscheinlich kann hier allgemein einfach nicht so viel rumfliegen. Warum ich dich da auch immer nicht getroffen habe gerade. Aber okay. Wahrscheinlich einfach komplett daneben geschossen. Naja, passiert ja. Au. Und schon bräuchte ich wieder Heilung. Spyro, wenn du vom Ende einer Supersprintrampe springst, kannst du es weit bringen. Ich hab's im Griff. Okay, na gut, das muss man schon. So, dann ist nichts weiter rum. Ja, speichern wir nochmal. Spiel gespeichert. So. Okay, hier haben wir eine super Rampe. Ich vermute mal, dass ich da wirklich sonst so lang rennen kann. Oder fliegen sogar. Hier gibt es so viele Orte, wo was versteckt sein könnte. Da zum Beispiel. Da hätten wir schon direkt das Ende des Levels. Also hier ist nichts mit linear durchgehen, sondern hier ist ziemlich viel durcheinander. Besser aus mit unserem Leben. Zum Allgemeinen. Was war das denn jetzt schon wieder? Manchmal macht Spyro sehr, sehr merkwürdige Bewegungen.
Oder gar nichts, wie jetzt eben. So. Weiteres geschlossen. Eine weitere geschlossene Truhe. Ich weiß aber auch schon, wie ich die gut machen werden muss. Und zwar mit den Supersprints. Na, das kann was werden. Das war mein Fehler, da habe ich Viereck gehalten. Wo könnte ich denn als nächstes hin? Nein, ah, ich habe schon wieder Viereck gehalten. Oh. Schon sind zwei Leben wieder dahin. Was, warum bist du jetzt nicht abgesprungen, Spyro? Es ist einfach nicht gesprungen. Da komme ich auch nicht mit diesem Supersprint ran, oder? Gerade nur Bahnhof, was ich da machen soll, ehrlich gesagt. Gehen wir erstmal wieder hier rüber. So. Den Typen höre ich auch schon wieder hier lachen. Komm ich so direkt rum? Naja. Aber jetzt auf jeden Fall da oben. Ah. Dahin mit dem Sprung. Das ist ja fast so, als bin ich hier jetzt nur gefangen. Ich habe das gar nicht zu machen. Ich muss auch noch irgendwo anders hinkommen. Komme ich aber nicht. Ich habe einmal mehr keine Ahnung, wo ich noch hin kann. Ja, danke. Jetzt komme ich ja auch nirgendwo wieder hin.
probiere jetzt noch mal kurz ein was aus wegen der Truhe. Doch, ich komme sogar noch an. Nehmen wir hin das. Warum treffe ich ihn denn nicht? Jedes Mal tritt er mir ins Gesicht. An dieser Stelle machen wir dann im nächsten Part weiter. Ach, hier haben wir sogar einen direkten Schlüssel. Und ja, wir sehen uns. Bis dann.